tut mir leid, Sie zu enttäuschen. Beleidigungen, davon lebe ich und ich duelliere mich nie. Vielleicht können Sie es nicht verhindern. Selbst der Tod einer bekannten Persönlichkeit, wie ich es bin, würde den Skandal nicht aufhalten. Schon möglich. Aber Sie wären tot. Gibt es einen politischen Triumph, der das wert ist? Denken Sie doch mal nach. Guten Tag. Vater, entschuldige, ich bin zu spät. Gabrielle, ich möchte dir einen Idealisten vorstellen. Monsieur Charles Morton, meine Tochter Gabrielle. Mademoiselle Vermarelle? Voilà. Vielen Dank, Monsieur Morton. Ich halte dieses Autogramm sehr in Ehren. Auf Wiedersehen. Oh, verehrter junger Mann, passen Sie doch ein bisschen besser auf. Es tut mir sehr leid, Madame. Jetzt entscheiden Sie sich, in welche Richtung Sie gehen. Das weiß ich eigentlich genau. Aus dem Weg, Sie reden zu viel. Ach, diese jungen Leute, sie besitzen einfach keinen Anstand mehr. Madame! Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten, mein Kind. Nein! Ich habe dir etwas mitzuteilen, Georges Vermerel. Mutter, was ist los? Du hast mich hier noch nie besucht. Ach, ich komme auch nie wieder in dieses Nest von Nattern. Und du, Gabriel, gehörst nicht hierher. Kein Platz für eine junge Dame. Ach, es ist ein Schrottblatt, das du jeden Morgen herausbringst. Mutter, meine Zeitung ist eine angesehene Zeitung. Angesehen, sagst du? Dein Ruf stieg zum Himmel. Mama. Versuch mich nicht umzustimmen, mein Sohn. Ich kenne dich in- und auswendig. Hört, hört. Halt den Mund. Diese Madame X-Geschichte wird jeden Tag schlimmer. Eine billige Niederträchtigkeit. Ich schäme mich für dich, Georges. Ich wünschte, du hättest den Anstand, dich selbst zu schämen. Aber das ist wohl zu viel verlangt. Dir fehlt jedes menschliche Gefühl. Du bist eine herzlose Maschine. Aber Mutter, wir müssen diesem Wüstling doch das Handwerk legen. Wahrscheinlich hat er es verdient. Er ist ein Politiker. Aber denk an seine Familie. Mama, du verstehst das. Und was ist mit diesem unbekannten Mädchen? Sie ist vielleicht völlig unschuldig. Nur für deine politischen Ziele willst du sie opfern? Genau das habe ich auch gesagt, Großmutter. Du bist deine Tochter und hast nichts zu sagen. Du denkst genau wie dein Vater. Stellt euch vor, der Name dieser armen Person taucht als Schlagzeile in der Zeitung auf. Welche Angst muss sie haben, vor die Öffentlichkeit gezerrt zu werden? Weißt du, wer sie ist? Nein, noch nicht, aber bald. Großmutter, du musst... Sei doch still, Gabriel. Nur noch einen Satz zum Schluss. Beende endlich diese grässliche Affäre. Aber Mutter, ich glaube, du verstehst Und ob ich das tue. Und noch etwas, Georges. Du hast soeben deine beste Leserin verloren. Mama, versteh ich nehme das Papier deiner Zeitung nicht einmal mehr dazu, um das Feuer anzuzünden. Ach. Mama, ich... Da ist jemand, der Sie sprechen möchte, Madame. Ich bin nicht da, ich will nicht gestört werden. Sie sehen doch, dass ich gerade Marmelade einkoche. Ich bin's, Großmutter. Ach, du bist's. Ich dachte, das wäre vielleicht diese mysteriöse Figur, Madame X. Bitte sei nicht ärgerlich, Großmutter. Ich bin doch genauso traurig wie du. Ja, das kommt davon, wenn man sich nachts in Vergnügungsparks herumtreibt. Darum bist du hergekommen. Lass dich mal anschauen. Eine schöne Geschichte habt ihr euch eingebrockt, du und dein sauberer Vater. Oh, Großmutter. Warum stehst du hier im Weg herum, Harriet? Weil das so aufregend ist. Madame X steht vor mir. Vergiss Madame X und mach dich an die Arbeit. Ich will, dass der Name Madame X in meinem Haus nie wieder genannt wird. Und nun, Madame X, erklär mir mal, wie das alles gekommen ist. Ich habe überhaupt nichts getan. Ich war nur mit einer Freundin im Ausstellungspark. Und passiert ist eigentlich auch nichts. Ach, du armes kleines Mädchen. Ich bin so furchtbar unglücklich, Großmutter. Wir kriegen das schon wieder in Ordnung. Zur Abwechslung wird jetzt mal vernünftig gehandelt. Madame, es ist schon wieder...